Kapitel 10 Das Erbe des Gottessohnes. Vergiss nie, dass die Sohnschaft deine Erlösung ist, denn die Sohnschaft ist deine Seele. Als Gottes Schöpfung ist sie dein, und da sie dir gehört, ist sie sein. Deine Seele bedarf keiner Erlösung, aber dein Geist muss lernen, was Erlösung ist. Du wirst nicht von irgendetwas erlöst, sondern du wirst für die Herrlichkeit erlöst. Die Herrlichkeit ist dein Erbe, das deiner Seele von deinem Schöpfer gegeben ist, damit du sie ausdehnen mögest. Doch wenn du einen Teil von deiner Seele hast, ist dein ganzes Verständnis verloren, weil du das, was Gott als dich erschaffen hat, ohne Liebe betrachtest. Und da, was er erschaffen hat, Teil von ihm ist, verweigerst du ihm seinen Platz in seinem eigenen Altar. Könntest du denn versuchen, Gott obdachlos zu machen und dabei erkennen, dass du zu Hause bist? Kann der Sohn den Vater verleugnen, ohne zu glauben, dass der Vater ihn verleugnet hat? Gottes Gesetze gelten nur zu deinem Schutz und sie gelten nie umsonst. Was du erlebst, wenn du deinen Vater verleugnest, dient noch immer deinem Schutz, denn die Macht deines Willens kann ohne Gottes Eingriff gegen sie nicht geschmälert werden und jegliche Begrenzung deiner Macht ist nicht der Wille Gottes. Wende dich daher nur an die Macht, die Gott dir zu deiner Erlösung gab, indem du dich daran erinnerst, dass sie dein ist, weil sie sein ist, und verbinde dich mit deinen Brüdern in seinem Frieden. Der Friede deiner Seele liegt in ihrer Grenzenlosigkeit. Begrenze den Frieden, den du teilst, und deine Seele muss für dich unerkannt bleiben. Jeder Altar für Gott ist Teil deiner Seele, weil das Licht, das er schuf, eins mit ihm ist. Möchtest du einen Bruder vom Licht abschneiden, das dein ist? Das würdest du nicht tun, begriffest du, dass du nur deinen eigenen Geist verdunkeln kannst. Wie du deinen Bruder zurückbringst, so wirst du wiederkehren. Das ist Gottes Gesetz zum Schutz der Ganzheit seines Sohnes. Nur du kannst dir etwas entziehen. Widersetze dich dieser Einsicht nicht, denn mit ihr beginnt wahrhaft das Licht heraufzudämmern. Denk auch daran, dass die Verleugnung dieser simplen Tatsache viele Formen annimmt, und du musst lernen, diese zu erkennen und dich ihnen ohne Ausnahme standhaft zu widersetzen. Das ist ein entscheidender Schritt im Wiedererwachen. Die anfänglichen Stadien dieser Umkehr sind oft ziemlich schmerzhaft. Denn sobald man die Schuldzuweisung vom Äußeren abzieht, besteht eine starke Tendenz, innen an ihr festzuhalten. Es ist am Anfang schwierig zu begreifen, dass das genau dasselbe ist, denn es gibt keinen Unterschied zwischen innen und außen. Wenn deine Brüder Teil von dir sind und du ihnen die Schuld für deinen Entzug zuweist, dann weist du dir selbst die Schuld zu. Und du kannst nicht dir Schuld zuweisen, ohne ihnen Schuld zuzuweisen. Deshalb muss Schuldzuweisung aufgehoben und nicht anderswo gesehen werden. Schiebe sie dir selbst zu und du kannst dich selber nicht erkennen, denn nur das Ego weist überhaupt Schuld zu. Selbstbeschuldigung ist daher eine Identifikation mit dem Ego und ebenso ein Ego-Abwehrmechanismus, wie anderen die Schuld zuzuweisen.
Du kannst nicht in Gottes Gegenwart eintreten, wenn du seinen Sohn angreifst. Wenn sein Sohn seine Stimme zu seines Schöpfers Lob erhebt, so wird er die Stimme für seinen Vater hören. Doch kann der Schöpfer nicht ohne seinen Sohn gepriesen werden, denn sie teilen ihre Herrlichkeit miteinander und werden gemeinsam verherrlicht. An Gottes Altar steht Christus und wartet, dass er seinen Sohn willkommen heißen kann. Komm aber völlig ohne Verurteilung, sonst glaubst du, dass die Tür verriegelt ist und dass du nicht hinein kannst. Die Tür ist nicht verriegelt und es ist unmöglich, dass du den Ort nicht betreten kannst, wo du nach Gottes Willen sein sollst. Liebe dich nur mit der Liebe Christi, denn so liebt dich dein Vater. Du kannst es ablehnen, einzutreten, doch kannst du die Tür, die Christus offen hält, nicht verriegeln. Komm her zu mir, der sie für dich offen hält, denn solange ich lebe, kann sie nicht geschlossen werden, und ich lebe ewig. Gott ist mein Leben und das deine, und Gott verweigert seinem Sohn nichts. Christus wartet an Gottes Altar darauf, in dir wieder eingesetzt zu werden. Gott weiß, dass dein Sohn ebenso schuldlos ist wie er selbst, und du näherst dich ihm durch die Würdigung seines Sohnes. Christus wartet darauf, dass du ihn als dich und seine Ganzheit als die deine annimmst. Denn Christus ist der Gottessohn, der in seinem Schöpfer lebt und in seiner Herrlichkeit leuchtet. Christus ist die Ausdehnung der Liebe und der Lieblichkeit Gottes, so vollkommen wie sein Schöpfer und in Frieden mit ihm. Gelobt sei der Sohn Gottes, dessen Strahlen von seinem Vater ist und der seine Herrlichkeit teilen will, so wie sein Vater sie mit ihm teilt. Es gibt keine Verurteilung im Sohn, denn es gibt keine Verurteilung im Vater. Da er die vollkommene Liebe des Vaters teilt, muss der Sohn mit anderen teilen, was ihm gehört, denn sonst erkennt er weder den Vater noch den Sohn. Friede sei mit dir, der du in Gott ruhst und in dem die ganze Sohnschaft ruht.